ein ganz besonderer Tag für mich, als Berlinerin hier sprechen zu dürfen. Wir Berliner wissen, was Blockade und Abriegelung ist. Wir Berliner wissen, was eine Mauer ist, die die Stadt abriegelt und abtrennt. So frage ich heute und hier, wann werden wir den Tag erleben, dass die israelische Apartheidmauer, die tief durchgeraubtes palästinensisches Land, fällt, so wie die Berliner Mauer. Dieser heutige 19. Juli ist zudem der 22. Todestag meines Vaters Heinz Galinski, dem überzeugten Kämpfer für Gerechtigkeit und stolzen Berliner Ehrenbürger. Sein Lebensmotto habe ich mir zu eigen gemacht. Ich habe Auschwitz nicht überlebt, um zu neuem Unrecht zu schweigen. Nimmt der Staat Israel diese schreckliche Vergangenheit nicht als Mahnung an, niemanden zu unterdrücken oder sein Land zu stehlen? Juden in Israel und in der ganzen Welt sollten wissen, was Vertreibung, Enteignung, Ausgrenzung und Ermordung bedeuten und sich nicht solidarisieren mit diesem jüdischen Staat, wenn er ein Massaker an den Palästinensern durchführt. Ich sage nicht in meinem Namen. Besetzten Palästinensern, die den erbarmungslosen Luftangriffen durch Israel ununterbrochen ausgesetzt sind. Das Leid in Gaza ist mir zu wichtig, als ich nicht nach Berlin gekommen wäre. Denn schweren Herzens musste ich Palästinensern absagen, die leider zur selben Zeit Demonstrationen hatten und haben. Es ist schade, aber es ist halt nicht möglich. Und gerade die Palästinenser brauchen unsere Solidarität. Denn ich stehe hier in Solidarität mit dem palästinensischen Volk, speziell mit den 2 Millionen eingeschlossenen Menschen in Gaza, die in einem unvorstellbaren Elend im Ghetto von Gaza in Angst und Schrecken leben und schwerste Traumatisierungen erleiden. Sie sind angewiesen auf die Hilfe von Hilfsorganisationen. Eine kleine Feuerpause am Donnerstag ermöglichte es, sie notdürftig mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten zu versorgen. Aber am Freitag begann Israel eine Bodenoffensive unvorstellbarer Grausamkeit. Die Propaganda spricht von 13 Tunnelzerstörungen als Ziel. Aber in Wirklichkeit
müssen 50.000 und mehr Palästinenser fliehen aus ihren Häusern, weil die Luftangriffe kommen, weil die Seeangriffe kommen und weil jetzt die Bodentruppen kommen. Über 50.000 suchten Schutz in UN-Schulen. Aber das ist natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Sie bombardierten und jagten die Leute aus den Häusern und benutzten dazu ein stinkendes Gas, wenn sie nicht so schnell spulten, wie es ihnen gepasst hat. Es ist ein fortschreitender Völkermord. Ja, ich sage Völkermord. Der von Israel an den Palästinensern betrieben wird. Schluss mit den israelischen Kriegsverbrechen. Die völkerrechtswidrig Zivilisten ermorden, Häuser zerstören, die gesamte Infrastruktur vernichten, keinen Halt machen vor Krankenhäusern und Behinderteneinrichtungen. Gerade vor 2 Stunden haben sie das Krankenhaus von Rafah bombardiert mit den Patienten, die eigentlich gar nicht transportfähig mehr waren, in ein anderes Krankenhaus. Es ist eine Schande, was dort passiert. Am Mittwochabend ermordete die israelische Armee vor den Augen von Journalisten, die im Hotel auf einer Terrasse hautnah erleben konnten, wie Israel sich dann rühmt, die einzige Armee zu sein, die Leute vor Luftangriffen, Menschen vor Luftangriffen warnt, also den Menschen die Gelegenheit gibt, noch aus den Häusern zu fliehen. Wie diese wunderbare, perverse Armee 4 kleine Kinder tötete und andere schwer verletzte, die nichts anderes an diesem Strand machten, als Fußball zu spielen. Was für eine Perversität dieses jüdischen Staates, diese nach Anrufmord Knock-on-the-Roof-Strategie, wie sie in der Welt zu verkaufen versucht wird. Wem nützt es, Israel, das mit diesem Massaker und dem Laboratorium von Gaza sein riesen Rüstungsgeschäft an lebenden Objekten, den hilflosen Menschen in Gaza so hautnah vorführen kann? Neue Bomben, Drohnen, die eiserne Kuppel dieses in Israel entwickelten Raketenabfangsystems. Israelische Militärsprecher brüsten sich dann noch damit, dass die ganze Militärfachwelt nach Israel pilgert, um sich selbst davon zu überzeugen, dass Israels Waffen ein Meister im humanen Morden sind. Ganz klar, Israel braucht keinen Frieden. Es hat ja den Iron Dome, die eiserne Kuppel. Gaza hat keine Raketenabwehrsysteme. Gaza hat keine Luftschutzbunker, um sich zu schützen. In über 12 Tagen sind momentan schon über 339 Palästinenser ermordet worden. Und über 2380 verletzt. Darunter 77 Kinder, 70% Zivilisten, Frauen, Kinder. Palästinenser gegen 2 tote Israelis. Und einem toten Soldaten, der von Friendly Fire. Immer wenn die israelische Armee die Hamas
vorschiebt, sind es in Wirklichkeit Zivilisten, die ermordet werden. Kinder, die ermordet werden. Wenn man die Filme im Fernsehen sieht, natürlich nicht nur im deutschen Fernsehen, die berichten ja leider sehr wenig. Da gibt es auch keine Brennpunkte und keine Specials darüber. Es ist eine Schande, dass sich die israelische Regierung unter Netanyahu noch sicher sein kann, dass dieser Völkermord von den westlichen Politikern unterstützt wird. Außenminister Steinmeier und Kanzlerin Merkel. Wenn Sie Israel in ihrer uneingeschränkten Solidarität das Recht zur angeblichen Selbstverteidigung einräumen. Kanzlerin Merkel betonte gestern, bevor sie sich in den Sommerurlaub verabschiedete, Israel habe ein Recht auf Selbstverteidigung. Deutschland stehe in dieser Frage fest an der Seite Israels. Das muss natürlich angemessen durchgeführt werden. Angemessen? Morden, Frau Merkel? Können Sie das mit Ihrem christlichen Gewissen vereinbaren? Nämlich keine Selbstverteidigung. Es ist die Verteidigung der Besatzung. Außenminister Steinmeier sollte sich auch besser über die wahren Hintergründe, die zu diesem Konflikt geführt haben, informieren. Anstatt Hamas neben Netanyahu sitzend sofort zu verurteilen. Eine Schande für die deutsche Außenpolitik. Abriegelung ist genau dasselbe wie Besatzung und muss nach dem Völkerrecht genauso behandelt werden. Nicht die Raketen aus Gaza waren der Beginn für die Gewalt. Es waren eine gezielte Tötung am 29. Juni eines Hamas-Führers, das gezielte Ermorden von Israel. Danach waren wieder andere Auslöser die Ermordung von zwei palästinensischen Jugendlichen in diesem Jahre am Nakba-Tag, den Tag des Gedenkens. Die Katastrophe der Staatsgründung Israels 1948 durch israelische Sicherheitskräfte. Danach kam die Ermordung von zwei palästinensischen Kindern durch einen jüdischen Extremisten, einen Siedler. Nichts darüber finden und fanden sie in den deutschen Medien. Diese Kette der Ereignisse setzte sich fort in der Bildung einer neuen palästinensischen Einheitsregierung am 2. Juni, die endlich den Zwist zwischen Fatah und Hamas beenden sollte. Sofort drohte Israel, diese Regierung zu zerstören. Israels Wut steigerte sich noch, als die USA und die EU bereit waren, mit dieser Technokratenregierung zusammenzuarbeiten. Als dann die drei Talmud-Schüler bei Hebron, also aus besetztem Land, im besetzten Westjordanland, entführt wurden, sah Israel seine Chance gekommen. Diese Regierung und die verhasste Hamas zu zerschlagen. Ohne Beweise beschuldigte man die Hamas der Entführung.
Was für einen Nutzen, frage ich Sie, hätte diese Tat für die Hamas gehabt, die sich ja gerade ausgesöhnt hatte mit der Fatah? Schon direkt nach der Entführung wusste der israelische Geheimdienst, dass diese drei Jugendlichen tot waren, ließ aber die Öffentlichkeit und Familien in dem Glauben, dass die drei noch am Leben seien. Denn nur für Israel war dieser Nutzen vorhanden, eine Auflösung der Regierung zu erlangen, Kollektivbestrafung und Sippenhaft für das ganze palästinensische Volk. Bis zum heutigen Tag macht die israelische Regierung weiter mit ihren Kriegsverbrechen. Vergessen wir aber nicht, es gibt nur eine Ursache: die Blockade des Gazastreifens und die Besatzung palästinensischen Landes. Diese Verzweiflung, diese Hoffnungslosigkeit, dieses Leben in Unfreiheit, Armut, Enge, Not und Verzweiflung fordert Widerstand heraus. Lassen wir uns auch nicht täuschen. Wenn immer verglichen wird, was wir wohl machen würden, wenn unsere Städte bombardiert würden. Unsere Städte werden eben nicht bombardiert, weil wir keine Besatzer sind und kein Volk abriegeln. Denn wir haben aus unserer Geschichte gelernt. Wo ist der Bundespräsident Gauck, der doch immer von Freiheit spricht? Aber bei der Freiheit für die Palästinenser, da schweigt er. Deutschland müsse im Kampf für Menschenrechte an der Seite der Unterdrückten stehen und notfalls auch zu Waffen greifen. Heißt das etwa, dass Palästinenser nicht unterdrückt werden oder dass sie eben keine Menschenrechte haben? Wie können Sie das als ehemaliger Pastor, Herr Bundespräsident Gauck, eigentlich auch mit Ihrem christlichen Weltbild vereinbaren? Warum werden Russland Sanktionen beschlossen, aber gegenüber Israel wird immer mit zweierlei Maß gemessen? Diese Kriegsverbrecher gehören vor das Haager Kriegstribunal. Israelische Kriegsverbrechen sind genauso zu bewerten wie andere auch. Und das muss offen ausgesprochen werden. Wann werden deutsche Medien so objektiv berichten, wie es ausländische tun? Zivilcourage ist gefragt. Im Protest gegen das israelische Massaker in Gaza, gegen die Kriege in der Ukraine oder sonst wo. Protestieren wir gegen die deutschen Medien, die uns beschönigend und verschleichend informieren. Das sollte unsere Pflicht sein. Den Kampf gegen Falschinformationen. Lassen wir sie nicht
von der israelischen Propaganda. Lassen wir uns nicht von der israelischen Propaganda einschüchtern, indem man uns als Antisemiten zu verunglimpfen versucht, wenn die israelischen Kriegsverbrechen vertuscht werden sollen. Wir sind keine Antisemiten, wir sind Kritiker dieser israelischen Unrechtspolitik. Beteiligen Sie sich an den Demonstrationen gegen das Massaker in Gaza. Zeigen Sie Zivilcourage und Mut, auch gegen Widerstände. Das ist Bürgerpflicht. Diese israelischen Kriegsverbrecher, dieser Palästina-Konflikt hat Europa erreicht und muss auch hier zu Protesten gegen das israelische Regime führen. Wann wird endlich der Responsibility to Protect, die Schutzverantwortung der Prevention of Genocide, der Verhinderung von Völkermord, auch für Israel Anwendung finden? Es gab einen UN-Gipfel 2005, der nannte diese Fälle, wo diese Schutzverantwortung in Kraft treten soll. Bei Völkermord, bei Kriegsverbrechen, bei ethnischen Säuberungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Alles das trifft auf die israelischen Schandtaten zu. Es muss Schluss sein mit der internationalen Unterstützung für die Luftangriffe und Kriegshandlungen in Gaza. Es muss Schluss sein mit den Waffengeschäften mit Israel. Boykott, Desinvestitionen und Besatzung. Sanktionen, bis Israel die Besatzung und die Blockade beendet. Der israelischen Armee gegen die palästinensische Bevölkerung. Aufhebung der Blockade Gazas durch Israel und Ägypten. Sofortige humanitäre und medizinische Hilfe für die Abgeriegelten in Gaza. Sofortiger Stopp jeglicher Zusammenarbeit mit dem Apartheidstaat Israel. Die nur die Besatzung sichern soll. Alle Bürger sollten sich dafür stark machen, dass es einen gerechten Frieden in Palästina geben wird. Für alle seine Bürger, egal welche Religion oder Ethnie. Hat es hinter sich. Israel-Palästina hat es noch vor sich. Wo Besatzung zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Und dieser Widerstand
entdeckt. Da die Belagerung ein Kriegsverbrecher, ein kriegerischer Akt ist, den die Belagerten legitimiert, Widerstand zu leisten. Die Menschen in Palästina brauchen unser aller Solidarität. Das wäre ein... Für Freiheit, Gerechtigkeit, Menschenwürde und Frieden in Palästina. Freiheit für Palästina. Eine Minute Ruhe, bitte!